Faust 2? Gott, es gibt mehrere Teile. Es soll der letzte Einsatz für Pädagogen Prolt Seki Müller sein. Mit Fuck You Goethe 3 endet eine der erfolgreichsten deutschen Filmreihen überhaupt. Um ihre Abschlussnote müssen sich Elias Mbarek und Co. dabei wohl keine Sorgen machen. Die Pauker-Filme sind längst Kult. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Sie sind der weltberühmte Detektiv Hercule Poirot. Rächer der Unschuldigen. Nennt man sie nicht so in der Presse? Und Sie sind ein Unschuldiger? Oh, Witzbold. Am liebsten wäre man selbst an Bord dieses Zuges. Zwar kommt auch Mord im Orient Express nicht ohne CGI-Effekte aus, aber insgesamt ist die Klassiker-Verfilmung im besten Sinne altmodisch. Und top besetzt obendrein. Von Johnny Depp bis Michelle Pfeiffer reicht die glänzende Darstellerriege. Sohn, ich muss dir etwas sagen. Diese Männer haben deine Mutter umgebracht. Wir denken, dass es das Beste ist, wenn deine Tante Margaret bei uns einzieht. Niki braucht eine Mutter. Wir sind stark. Wir kommen klar. Mr. Lodge? Ja? Kennen Sie eine Person namens Rizzoli? Ein Kredithai. Wenn Sie Schulden bei der Mafia haben, wäre das eine Erklärung dafür, was mit Ihrer Frau passiert ist. Ein Skript von den Coen-Brüdern, George Clooney auf dem Regiestuhl, Matt Damon und Julian Moore in den Hauptrollen. Kann da noch was schiefgehen? Leider ja. Suburbicon entpuppt sich als wilder Genremix, der seine beiden Erzählstränge leider nicht ordentlich zusammenführen kann. Hey, du bist wach. Stopp den Klimawandel! Ich habe das Gefühl, ich verliere den Verstand. Du raffiniertes Luder. Happy Birthday. Ich habe diesen Tag schon mal erlebt. Heute Abend wird mich jemand töten. Was passiert, wenn und täglich grüßt das Murmeltier mit Scream gekreuzt wird? Das kann man in Happy Death Day bewundern. Von einem revolutionären Slasher ist der Film sicher weit entfernt. Einige amüsante Einfälle und eine präsente Hauptdarstellerin sorgen allerdings für kurzweilige Unterhaltung.